Als Jesus von dort wegging, sah er einen Zöllner namens Levi am Zoll sitzen. Folge mir nach. Und Jesus ging auf einen Berg, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus, die er zu seinen Aposteln machte. Simon, dem er den Namen Petrus gab. Und sein Bruder Andreas. Dazu Jakobus. Und Johannes. Philippus. Und Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, genannt der Zelot. Judas, der Sohn des Jakobus. Und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde.